In diesem Video machen wir ein Mastering in Logic Pro X und zwar nur mit Logics internen Plugins. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist auf diesem Kanal, lernst du, wie du Musikproduktion in Logic Pro X machen kannst. Bei Mastering verleihst du deinem Song den letzten Schliff, bringst ihn sozusagen auf Radioqualität und sorgst dafür, dass er lautstärketechnisch mit anderen Titeln auf Streaming-Plattformen zum Beispiel konkurrieren kann. Wenn du ein komplettes Album masterst, sorgst du auch dafür, dass alle Songs in ungefähr die gleiche Lautstärke haben und dass nicht einer wesentlich leiser ist als der andere. Außerdem machst du Fade-Ins und Fade-Outs und schaust, dass genügend Pausen zwischen den Songs sind. Wir mastern jetzt aber nur einen Song in Logic Pro X und wenn ich master, dann teile ich mir das in drei Schritte ein. Schritt Nummer 1 sind die allgemeinen Vorbereitungsarbeiten. Schritt Nummer 2 ist die Bearbeitung des Titels mit Effekten, mit EQ, mit Kompression, Excitern oder manchmal zum Beispiel auch Hall. Und Schritt Nummer 3 ist dann das Runterrendern oder Bouncen des Songs ins richtige Format. Fangen wir jetzt mal an mit Schritt Nummer 1 und das ist so das Checken des Songs, erst das Anhören des Titels und mal gleich mal schauen, ob es bei diesem Song hier Probleme geben kann und so ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Was du als erstes machen solltest, ist hier auf Einstellungen zu gehen, auf Audio zu gehen und dann hier bei der Summierung die hohe Präzision, also 64 Bit, zu wählen. Da hast du bei Logic die Möglichkeit, seit Logic 10.3 kannst du also eine 64-Bit-Summierung wählen. Manche Leute sagen, das hört man, wenn du auf 64-Bit summierst und masterst, hat der Mix mehr Tiefe und klingt einfach besser. Manche sagen, man hört überhaupt nichts, also da kann man sich drüber streiten. Du machst jedenfalls keinen Fehler, wenn du es machst, wenn du diese Möglichkeit hast, deswegen also die 64-Bit-Summierung. Das zweite, was du machen solltest, ist das DC-Offset zu checken. Und das ist zu Deutsch das den Gleichspannungsversatz entfernen. Hier möchte ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Der Gleichspannungsversatz kann entstehen, wenn du deinen Mix oder deinen Titel runterrenderst und wieder in ein analoges Signal verwandelst. Kann es sein, wenn du einen Gleichspannungsversatz hast, dass der Song, wenn du ihn startest und stoppst, knackst oder dass es solche Probleme gibt. Deswegen solltest du ihn entfernen. Das ist aber nur ein technischer Arbeitsschritt hier und er hat hier 0,017% Gleichspannungsversatz gefunden. Den entfernen wir einfach, dann rechnet er ein bisschen rum. Und dann können wir loslegen und können den Song mal ein bisschen anhören und können mit dem ersten richtigen Arbeitsschritt beginnen. Und das ist die Monokompatibilität des Mixes hier oder fertigen Mixes zu checken. Das mache ich hier in Logic selber jetzt mit dem Direction Mixer. Wir hören mal kurz in den Song einfach so rein, vielleicht gerade die lauteste Stelle. Okay, klingt schon ungemastert, auch schon ganz gut. Was ich jetzt mache, ist hier einfach runterzuziehen und dann sehe ich oder hören wir den Song in Mono. Und da können wir hören, ob Probleme entstehen, ob irgendwas komisch klingt, ob sich irgendwas auslöscht und so weiter. Deswegen mache ich das jetzt mal einfach auf Mono, dass wir den Song Mono anhören. Okay, ich höre jetzt hier keine Probleme. Das ist gut, dann können wir den Direction Mixer wieder rausnehmen. Und als nächstes holen wir uns unseren Multimeter. Hier schaue ich mir so ein bisschen die Lautstärke an. Wir können schauen, ob es Phasenprobleme gibt, hier mit diesem Correlation Meter. Und wie laut die Peaks sind, wie laut die Durchschnittslautstärke ist, dass wir hier mal so ein bisschen schauen können, ob es da vielleicht Probleme gibt. Was ich hier sehen kann, ist, wir haben hier tonnenweise Headroom. Das ist gut, das ist in Ordnung so, das ist kein Problem beim Mastering den Song lauter zu machen, was wir nachher mit Sicherheit auch machen müssen. Die gelben Striche, die du hier siehst, oder wenn du ins Gelbe siehst, das sind die Peaks zu dem Zeitpunkt und die blauen Striche oder, ja, die blauen Striche sind die Durchschnittsgeschwindigkeit, wollte ich schon sagen. Die Durchschnittslautstärke zu diesem Zeitpunkt. Hier ist nichts im roten Bereich, also alles im grünen bzw. gelben und blauen Bereich. Das ist gut und hier hat er auch keine Phasenprobleme gemessen. Insofern
ist hier alles gut und wir haben so die technischen Arbeitsschritte gecheckt. Wir haben mal in den Song reingehört. Wir haben gecheckt, dass er Mono keine Probleme hat, dass er nicht irgendwie zu laut ist oder klippt. Und dann können wir jetzt schon mit der Effektbearbeitung oder mit der Bearbeitung mit EQ und Kompression loslegen. Um beim Mastering diesen High-End-Effekt zu bekommen, wird sehr oft zumindest in den Höhen angehoben oder über einen Exciter oder irgendwelche anderen ausgefuchsten Plugins versucht, ein bisschen Luftigkeit reinzugeben, die Höhen anzuheben oder scheinbar anzuheben, den Mix zu verbreitern, weil die Sache da so ein bisschen mehr High-End-mäßig klingt. Und um das zu erreichen, gibt's jetzt für mich zwei Möglichkeiten in Logic und ich zeige dir beide. Wir fangen mal mit Möglichkeit Nummer 1 an und das ist über den Exciter, der ist hier bei spezialisierte Plugins. Dieser Exciter fügt also dem Signal Obertöne hinzu und macht dadurch die Sache luftiger. Wir haben hier Color 1, der wesentlich signifikanter ist als Koloration 2. Ich schalte die einfach gerade mal ein und wir können hier noch direkt dann den Grenzwert festlegen. Aus. Also um hier Unterschiede zu hören, musst du natürlich gute Kopfhörer haben oder eine gute Abhöre. Also mit dem Handy wirst du jetzt nichts hören. Aber hier kannst du Luftigkeit, so ein bisschen Luftigkeit, ein bisschen crispe Luftigkeit, so würde ich es mal beschreiben, diesem Mix hinzufügen. Und das ist subtil. Beim Mastering allgemein machst du nie krasse Schritte. Es sind immer sehr, sehr kleine Schritte. Und die Summe dieser kleinen Schritte verbessert den Mix dann nochmal oder hebt ihn dann an und du kommst so zum fertigen Master. Ja, das zweite, was ich jetzt machen würde, ist versuchen, das Stereofeld breiter zu ziehen, um den Mix scheinbar größer zu machen. Und dazu brauchen wir Logics uralten Stereo-Spreader. Wo war der nochmal? So ein Stereo-Spreader würde ich jetzt nur auf die Höhen einsetzen und nicht auf die Bässe, weil den Bass möchtest du ja in der Mono-Mitte haben, den Gesang möchtest du in der Mono-Mitte haben. Normalerweise macht man es so, dass man die Höhen auseinanderzieht, um den Stereo-Spread zu erreichen, um den Mix breiter zu machen und den Bass und Gesang und so weiter, dass man das in der Mitte lässt, Bassdrum. Ja, ansonsten fällt ja der Mix schnell auseinander. Das heißt, ich mache es jetzt mal so, dass ich hier, Moment, fangen wir mal hier an, dass ich hier wirklich, sagen wir mal, ja, vielleicht so ab 4000 und dann auch nicht bis ganz nach oben, vielleicht so bis 16.000. Hier versuchen wir den Mix auseinander zu, oder breiter zu machen in diesem Frequenzbereich und dann auch nicht ganz so extrem. Ich lasse mal abgeschaltet und schalte dann zu. Ja, hört man jetzt schon ganz ordentlich. Ich mach mal den Harmonic Exciter aus, Spreader aus und schalt beide zu, dass du den Unterschied hörst. Okay, das wäre Möglichkeit 1, um den Mix breiter zu machen und ihm diese High-End-Luftigkeit zu verleihen. Die gefällt mir aber nicht so gut. Deswegen mache ich die wieder raus. Ich arbeite lieber über Equalizer. Und zwar in diesem Fall über Phasenstarre oder Linear Phase EQs. Was ist jetzt der Unterschied zu einem Channel EQ? Ein Channel EQ ist ein sogenannter Minimal Phase EQ. Und das bedeutet, wenn du bei einem normalen Channel EQ jetzt oder Minimal Phase EQ, wenn du hier Veränderungen vornimmst, Frequenzbänder anhebst oder absenkst, kann es speziell hier in den Überschneidungsbereichen, kann es zu kleinen Phasenverschiebungen kommen, die den Klang kolorieren. Das ist jetzt bei einem einzelnen Kanal oder auch bei einer Gruppe, einem Gruppenkanal nicht unbedingt ein Problem. Es klingt teilweise sogar gut, diese kleinen Phasenverschiebungen, weil der Sound angenehm koloriert werden kann. Bei einem phasenstarren Equalizer
oder Linear Phase EQ auf Englisch passiert das nicht. Der ist also phasentransparent und das ist fürs Mastering besser, weil ich ja den ganzen Mix hier beeinflusse. Der einzige Nachteil ist, dass er mehr Arbeitsspeicher braucht, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich arbeite gerne mit zwei EQs und zwar beeinflusse ich zum einen ich bearbeite die Mitten einzeln und dann die Seiten einzeln. Ja? Und ich fange mal mit der Mitte an. Und was ich hier jetzt möchte, hier ist also mein Bass, hier ist mein Gesang, die Bassdrum, was du vom Mixing her auch kennst. Was ich hier jetzt zunächst mal machen möchte, ist, ich will mal schauen, ob ich vielleicht im Bassbereich ein bisschen was anheben kann, um das ein bisschen runder zu machen, ein bisschen satter zu machen. Und dann schaue ich in der Regel noch, ob ich den Gesang noch ein bisschen mehr nach vorne holen kann, hier bei 1000 bis 3000 Hertz, um die Stimme noch ein kleines Stückchen nach vorne zu rücken, wenn sie da irgendwo angenehm klingt, okay? Also ich fange mal hier jetzt einfach an. Okay, hier ungefähr bei 66 Hertz ist der Grundton, vermute ich mal. Da hat es ganz angenehm geklungen, das habe ich leicht unterstützt. Also sehr subtil arbeiten beim Mastering. Du kannst jetzt hier nicht irgendwie 8 dB anheben, das würde in die Hose gehen. Und ich habe hier einfach den Präsenzbereich von ihr gesucht. Hier klingt ihre Stimme schön präsent und sauber und sehr klar. Sie hat auch eine schöne Stimme für so einen Popsong jetzt hier. Das war jetzt bei 2700 Hertz ungefähr. Das hat mir gut gefallen, das habe ich noch angehoben. Um 1 dB ungefähr, einfach um sie noch ein kleines bisschen mehr nach vorne zu rücken im Mix. Das waren jetzt die Mitten. Und jetzt mache ich einfach hier nochmal so ein Linear Phase EQ dazu und bearbeite jetzt die Seiten. In welcher Reihenfolge du das machst, ist völlig egal. Das ist keine serielle, so wie bei einer seriellen Kompression, dass wenn ich jetzt hier einen ersten Kompressor einsetze, dass der dann den zweiten beeinflusst, das ist hier nicht der Fall. Sondern das sind zwei, die Equalizer beeinflussen sich nicht gegenseitig. Das funktioniert getrennt voneinander. Ja, einer kümmert sich um die Mitte, der andere kümmert sich um die Seiten jetzt. Also bei den Seiten mache ich es jetzt so, dass ich den Bass rausnehme, der hat dort nichts zu suchen. Und ich versuche, den High-End-Touch zu bekommen, indem ich hier in den Höhen was anhebe. Ja? I might just disappear. Give it away. There won't be nothing left if I give it away. Also schon jetzt gefällt mir das Ergebnis hier viel besser als mit dem Exciter und dem Stereo Spreader. Denn wenn ich jetzt hier anhebe, also hier die Höhen anhebe, dann verbreite ich das Stereofeld auch, ja, scheinbar, weil ich an den Seiten die Höhen anhebe und dadurch der Mix insgesamt breiter klingt. Und das finde ich über so einen Equalizer, den Weg über einen Equalizer finde ich immer besser als über einen Stereo Spreader, für mich zumindest. Als nächstes holen wir ein Relikt aus längst vergangenen Tagen aus dem Keller und das ist der Logics interner Multiband-Kompressor, der Multipressor. Multiband-Kompressor ist nichts anderes wie ein normaler Kompressor auch, mit dem Unterschied, dass du einzelne Bänder komprimieren kannst. Das heißt, ich kann den Frequenzbereich einschränken oder verschiedene Frequenzbereiche verschieden stark komprimieren. Ja, du kannst hier unten kannst du die Threshold einstellen und hier oben kannst du das Gain verändern. Und was ich jetzt hier versuchen werde, dadurch, dass das hier so ein Elektronik-Pop-Mix ist, werde ich und ich die Höhen schon stark angehoben habe, werde ich in den Höhen hier nicht mehr viel machen und auch hier nicht viel. Ich werde aber versuchen, ob ich in dem Bereich, im Mumpf-Bereich oder im matschigen Bereich um die 400-500, ob ich hier noch ein bisschen was rausziehen kann und runterdippen kann. Das hat nämlich oftmals den Effekt, dass der Mix noch so ein bisschen nach vorne poppt und noch so ein bisschen klarer rüberkommt. Und mal schauen, vielleicht können wir auch im Bassbereich noch ein bisschen was verändern. If I give it away,
never give it away. I might just disappear. Give it away. There won't be nothing left if I give it away. Ja, ich habe mich jetzt darauf konzentriert, wie gesagt, auf diesen Bereich jetzt so zwischen 100, 500, 460, dass ich hier komprimieren kann, um den Mumpf ein bisschen rauszuziehen. In den Höhen habe ich jetzt hier nichts komprimiert, auch in den Hochmitten habe ich nichts komprimiert, weil er da schon relativ klar ist und weil ich da auch schon angehoben habe. Da wollte ich jetzt nicht noch weitermachen. Du musst auch aufpassen, komprimier hier auf gar keinen Fall stark, weil sonst verliert dein Mix an Dynamik. Schalten wir nochmal alles ab und alles zu und dann machen wir weiter. There won't be nothing left if I give it away. Okay, ich bin schon ganz zufrieden jetzt so und damit können wir weiter zum nächsten Schritt und das ist den Mix auf oder unser Master auf eine, ja, auf Industrielautstärke anzupassen. Und dazu brauchen wir den Adaptive Limiter, das ist Logic's Mastering Limiter, der hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat. Ich setze den Output Ceiling meistens auf minus 3 dB, um zu verhindern, dass wir klippen. Fangen wir hier links an, mit links kannst du, mit dem linken Drehregler, mit Gain, können wir den Mix nachher lauter machen. Das machen wir hier über Gain. Der Out-Ceiling ist, den lege ich hier fest, also lauter darf er nicht werden. Und was ich auch noch mache, ist, ich schalte die True Peak Detection an. Was ist das jetzt schon wieder? True Peak Detection ist wichtig, wenn du dein Signal wieder in ein anderes analoges Signal zurückverwandelst. Denn es kann sein, dass du jetzt deinen Track masterst und hier in deinem Stereo-Out kein Clipping siehst, dass alles gut ist. Und wenn dein Master dann wieder umgewandelt wird beim Rendern in ein analoges Signal, kann es aber sein, dass es trotzdem klippt, dass es trotzdem verzerrt, vor allem auf, minderwertigen Boxen, auf Küchenradios und so, kann es trotzdem sein, dass True Peaks durchkommen und deinen Mix leicht verzerren. Da kann man jetzt auch wieder stundenlang drüber schreiten. Die einen sagen, das hört man gar nicht. Die anderen sagen, das hört man sehr wohl. Deswegen schalte ich die True Peak Detection einfach an, damit hier nichts passieren kann und bleibe hier bei minus 0,3. Ich setze hier auch mal einen Lookahead auf, also soweit wie das Programm oder der Limiter hier vorschaut, auf optimal. Und falls irgendwas nicht stimmt, geht er mir dann in den roten Bereich und dann kann ich nochmal nachregeln. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Gain hier hochziehe und zwar so lang, bis wir auf die gewünschte Lautstärke kommen. Und dazu brauche ich hier beim Metering meinen Loudness Meter. Das wird in Lufs gemessen und die meisten modernen Master heutzutage werden so zwischen minus 14 und minus 10 Lufs gemastert. Und jetzt kann man sich natürlich ewig drüber streiten über den Loudness War und wie laut darf ein Mix sein und die Master heute sind alle viel zu laut und die Musik hat viel zu wenig Dynamik, bla bla bla. Da kann man sich jetzt ewig drüber streiten. Allerdings ist es so, dass die Wahrheit ist, du musst oder dein Titel muss auf den verschiedenen Streaming-Plattformen gegen andere Titel ankommen, lautstärketechnisch. Ich fahre jetzt hier das Gain hoch und wir gehen mal hier an die lauteste Stelle. Und checken mal, ob wir dann da hinkommen mit der Anhebung. Checken wir mal noch eine leisere Stelle. Auch das musst du beim Mastering übrigens immer machen.
Ja, auch mal die Verse checken so ein bisschen, ob da auch alles passt. Das ist das gleiche wie beim Mixing auch. Against my skin, swore I was turning you out. Now you're right back in. Like the shake is so good, yeah. Hanging on the edge. If I give it away, there won't be nothing left. If I give it away. Okay, wir bewegen uns in dem Bereich bei minus 11 Luft, das ist gut. Und dadurch, dass dieser Mix jetzt hier ordentlich Headroom hatte, haben wir jetzt auch ordentlich nochmal angehoben. Noch zu der Frage, zu der ewigen Kampffrage, wie viel Headroom sollte man lassen? Ich lasse immer grundsätzlich diese circa 6 dB Headroom, weil ich einfach überhaupt kein Problem darin sehe, das Maß beim Mastern den Song lauter zu machen. Ich kenne aber auch viele Mischer, die sich überhaupt nicht um den Headroom scheren, bevor sie es zum Mastering schicken. Also ich habe da auch keine allumfassende Antwort. Ich lasse beim Mixing immer genügend Headroom, diese vorgeschlagenen 6 dB, was viele vorschlagen, weil man den Mix ohne Probleme beim Mastering lauter machen kann. Das ist meine Meinung. Bevor wir den Song jetzt runterrendern oder runterbouncen ins richtige Format, müssen wir noch schauen, dass wir vorne eine kleine Pause drin haben. Der startet jetzt direkt, das ist nicht gut. So 15 Millisekunden ist ganz okay. Ich mache es jetzt mal nach Gefühl. Okay, wir haben ein bisschen Stille davor. Und am Schluss mache ich meistens so 3 Sekunden. Ja, du kannst 21, 22, 23 zählen. Das mache ich immer so frei Schnauze. Zack, so ist es in Ordnung. Und jetzt setze ich hier einfach mal einen Cycle-Bereich drumherum und habe jetzt genügend Stille vorher und genügend Stille nachher. Und jetzt können wir unseren Song runterrendern oder runterbouncen und dazu brauchen wir das richtige Format. PCM, das ist richtig. Dann, was ganz wichtig ist, Audioausklang einschließen machst du in dem Fall bitte nicht, weil du hast jetzt ja selber die Stille am Ende von dem Titel festgelegt. Normalisieren, ganz wichtig, ausschalten bitte. Kein Übersteuerungsschutz, kein Normalisieren ein, sondern das schaltest du bitte aus, weil er dir sonst wieder dagegen arbeitet. Ja, normalisieren aus. Dateiformat ist WAV, das ist richtig. Die Auflösung wählst du bitte 16-Bit, weil das ist das, was die meisten Streaming-Plattformen und auch CD-Firmen anfordern als Anlieferungsformat. Das ist 16-Bit. Abtastrate lassen wir auf 44.100, Dateityp Interleaved ist auch in Ordnung. Und wenn wir hier auf 16-Bit runtergehen von der Auflösung her, dann ist es auch noch ganz gut, ein Dithering zu machen. Dann nehme ich hier dieses erste gleich. Dithering ist grob erklärt, fügt er dir ein Grundgeräusch oder Grundrauschen ein bisschen hinzu, so dass diese Runterreduzierung auf 16-Bit nicht so auffällt, ganz grob erklärt. Wenn dir das jetzt alles zu kompliziert und zu aufwendig war und du möchtest nur ein kurzes, schnelles, schmutziges Master für so Streaming-Plattformen wie Spotify machen, dann empfehle ich dir dieses Video, da erkläre ich dir genau das, allerdings nicht mit Logic-Plugins. Und wenn du dich für die Arbeit mit Logic interessierst und du möchtest wesentlich schneller und effizienter in Logic arbeiten, dann empfehle ich dir wie immer meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich unten angepinnt im ersten Kommentar. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!